Die Kackwurst, deren Geruch ich mit Ihnen teilen will. Die vielen Kackwürste, deren Gerüche ich mit Ihnen teilen will. Wohlportioniert, ins Gesicht geschmiert. Dran gerochen und probiert. Die Kackwurst, diese innere revolutionäre Kackwurst, dieses Aufständige, dieses Widerspenstige, dieses Larmoyante und manchmal Kleinliche, dieses halbfaschistoid-übergangsdemokratische, diese Kackwurst. Ich drücke also auf die Klinge, die Mutter macht auf und ich sage, Entschuldigung, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Und damit endet meine Anstrengung. Ich schaffe noch nicht mal Kinder in die Raison zu zwingen. Weder ihre Eltern noch ihre Verwandten. Pfft. Deswegen werde ich jetzt Popstar. Ich spiele zum Schluss ein Lied, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe sogar was mitgebracht. Passen Sie auf, ganz zufällig. Wir machen das jetzt wie bei anderen Kabarettisten. Da habe ich mir das abgeguckt. Die spielen am Ende immer ein Lied. Und dann jubeln die Leute. Abwarten. Es hat ja noch nicht begonnen. Alter Schwede, ey, was habe ich mir den Arsch abgespielt für so ein Dreckspublikum? Der Lutscher hier mit der Kamera, ey. Mich voll irritiert die ganze Zeit. Was ist daran lustig? Nazi-Pack. Ich bin dann später aufgestiegen, das muss ich der Vollständigkeit halber sagen. In politische Sphären. Ich war auf dem evangelischen Kirchentag. Da habe ich aber auch verschissen. Ich habe gesagt, herzlich willkommen, ich begrüße Sie im Namen des islamitischen Fundamentalismus. Ich war auch bei den Katholiken, Ficken, Kitten, Ficken. Katholiken. Und dann war ich sogar beim Außenminister auf so einem Anstandswauwau-Kanacken-Essen. Der Außenminister will mit Ihnen essen, hieß es. Essen will der Außenminister. Da habe ich gesagt, gut, ich habe Hunger, da gehe ich halt hin. Und dann habe ich dem Außenminister erstmal die Eier gekrault. Während um mich herum ganz viele Türken waren auch so eingeladen, so Anstandswauwau-Kanacken, so, hallo Außenminister, können wir Moschee? Moschee, bitte, bitte. Bitte, Arschfick geht auch, ne? Und irgendwann kam so ein Referent zu mir und hat gesagt, Sie müssen jetzt eine Rede halten. Die Stimme hat wieder geschrien, Kackwurst, Kackwurst. Und dann habe ich gesagt, sonst spreche ich vor Asozialen, heute darf ich mal vor der Upper Class der Asozialen sprechen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön.